So, liebe Leute, herzlich willkommen. Es ist Mittwoch, der 6. Mai. Ich begrüße euch in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy zu unserem Marktkommentar. Und ich hatte gestern in dem Marktkommentar bereits erwähnt, dass es in Karlsruhe ein ziemlich wichtiges Urteil bezüglich des Asset Purchasing Programs der EZB gab. Und natürlich muss man dazu wissen, dieses Urteil bezieht sich aus einer Klage aus dem Jahr 2015, 2016 und auf ein Programm, was eigentlich so gut wie abgeschlossen ist. Also hier werden eigentlich nur noch sogenannte Reinvestitionen von der EZB durchgeführt. Das heißt, also das Portfolio wird, weil es sich ja um Bonds handelt, also um Anleihen, die natürlich auch Fälligkeitstermine haben, das heißt, die irgendwann auslaufen, wird dann in gleicher Höhe durch neue Anleihen quasi noch ersetzt. Gegenstand nicht dieses Urteils war das neue Programm über die Corona Maßnahmen. Jetzt muss man Folgendes erstmal feststellen. Es war ein historisches Urteil Nummer 1, denn es ist definitiv das erste Mal überhaupt festgestellt worden, dass eine Institution gegen die Verfassung hier verstoßen hatte. Das ist eigentlich, wenn man das mal berücksichtigt, eine ziemlich krasse Sache, denn wir haben hier institutionelle Vertreter oder Institutionen von Regierung und dem Staat, die hier gegen die Verfassung verstoßen haben. Jetzt von daher war das erstmal sicherlich eine Neuigkeit, denn der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, hat bisher sämtliches Handeln der EZB immer toleriert und gnadenlos eigentlich abgewunken und abgesegnet. So, jetzt ist es gestern an den Märkten nicht zu riesengroßen Bewegungen gekommen, weil letztendlich der Herr Voskuhlen, der Vorsitzende Richter, sehr erfahren ist und natürlich auch klar ist, welche Sprengkraft in diesem Urteil drinsteckt, und hat das Ganze so ein bisschen abgefangen und hat letztendlich gesagt, warum das nicht verfassungsgemäß ist und was die EZB ändern muss, letztendlich damit sie verfassungskonform regiert und damit auch entsprechend dann die Bundesbank. Und hier hat die Bundesbank und die EZB haben jetzt 3 Monate Zeit, im Prinzip die Verhältnismäßigkeit ihrer Maßnahmen zu begründen und zu erklären. Das heißt, man kann jetzt hier nicht mehr einfach schalten und walten, whatever it takes, sondern es muss hier immer eine Verhältnismäßigkeit dargelegt werden. Und wir wissen natürlich selber, wie das ist mit Gutachten. Das kennen wir von anderen Gerichtsverfahren. Jede Partei bestellt sich die Gutachter, die sie braucht, und die kommen natürlich zu den Schlüssen, die man möchte. So gesehen hat sich also hier erstmal auf den ersten Blick nicht viel geändert, weil man geht davon aus, und da gehen die Märkte auch dann von aus, naja, okay, jetzt muss einfach die EZB, wenn sie etwas macht, ein bisschen besser formulieren, muss sie ein bisschen besser kommunizieren und muss sie vielleicht noch ein bisschen die Verhältnismäßigkeit in ihren Entscheidungen berücksichtigen und in den Vordergrund stellen. Das ist aber die eine Seite. Die zweite Seite in diesem Urteil ist eigentlich die brisantere, und die kommt meines Erachtens jetzt erst in Kürze zum Tragen. Nämlich bisher hatte die EZB hier durchaus immer in einem Rahmen Anleihekäufe gemacht, dass die einzelnen Länder, also Italien, Deutschland, ihre eigenen Anleihen gekauft haben, und das sozusagen pro rata. Das heißt, wenn man entsprechend für 100 Millionen Anleihen kaufen wollte, an der EZB, die Bundesbank, ich sage jetzt mal ungefähr, stimmt nicht genau, zu 25% beteiligt ist, dann wurden 25% der Käufe von den Anleihen von der Bundesbank getätigt, und diese Käufe wurden eben dann auch hier von deutschen Anleihen gemacht. Das heißt, man hat nicht einzelne Länder speziell gekauft, um diese zu unterstützen, sondern man hat immer
sozusagen einen Großeinkauf gemacht über alle Länder hinweg im gleichen Verhältnis. Und so ist es dann eben auch gekommen, dass man bei einigen Ländern dann schon schneller an diese 30% Grenze gestoßen ist. Diese Grenze hat sich die EZB selber gesetzt und sie hat sie aber in den Corona-Maßnahmen quasi jetzt selber weggekickt. Und ich denke mal, da wird es einigermaßen schwierig werden, die weiterhin so zu begründen, also den Wegfall zu begründen, wenn man hier wirklich dem Vorwurf entgegnen möchte, dass man eine illegale Staatsfinanzierung durch die Notenbank, durch die Notenbankpresse betreibt. Also das wird jetzt ein Kunststück zu sehen, wie will die EZB das Ganze denn hinkriegen in Zukunft. Fakt ist erstmal, Märkte haben das ruhig aufgenommen, aber Fakt ist auch, dass Notenbankpolitik im Euroraum definitiv schwieriger wird. Und das haben wir gestern in der Reaktion vor allem Euro gesehen, dass der Euro, den wir ja als ein Konstrukt, Währungskonstrukt mit Fehlern ansehen, weil eben bestimmte wichtige Voraussetzungen für eine gemeinsame Währung nicht gegeben sind, dass dieses Konstrukt darunter weiter leiden wird. Und deswegen haben wir gestern natürlich auch starke Abgaben im Euro gesehen. Wir glauben, dass das ein trendbestätigendes Urteil war und dass eben entsprechend der Euro hier weiter unter Druck kommen wird. Am Anleihemarkt haben wir, das können wir uns mal angucken, eine ziemlich Auf- und Abbewegung gesehen. Nachdem erstmal nach dem Urteil klar war, naja, das, was hier die EZB gemacht hat, das ist nicht ganz koscher, das war hier die Bewegung, hat man dann später gesagt, naja, wenn sie es dann eben anders begründet, kriegt sie es doch wieder hin und der Kurs ist dann hier nach oben gegangen. Dieses Hin und Her der Märkte, das fügt sich immer ein und da sehen wir dann eben, warum letztendlich nicht die Nachrichten entscheidend sind, sondern die Stimmung der Anleger, also das ist ja auch unsere Philosophie, in die Sequenztheorie. Und die Sequenztheorie hat eben hier im Euro mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs im Moment einfach einen Aufwärtstrend, der immer noch auch solche Nachrichten überwiegt, weil ihr müsst immer verstehen, dass eine Nachricht an sich nichts Faktisches ist, sondern immer dem Interpretationsspielraum der Börse unterliegt. Das war zum Beispiel auch im Februar so, als die ersten Corona-Nachrichten kamen, da ist die Wall Street runtergegangen und dann hat man gedacht, ach, vollkommen egal und ist dann Ende Februar zu neuen All-Time-Highs gelaufen, bevor man dann die gleiche Information plötzlich viel negativer gesehen hat und dann eben mit diesem großen Kursverfall begonnen hat. Also, die Message, die wir wieder daraus lernen können oder was wir wieder mitnehmen können, ist, es ist nicht entscheidend, was die News sind, sondern es ist entscheidend, wie der Markt mit den News umgeht, das heißt, wie er sie interpretiert. Und hier sehen wir eben im Moment noch, dass wir im Bund Future steigende Hochs und steigende Tiefs haben. Und deswegen war hier der kleine Versuch, hier mal auf die Nachricht mit einer kleinen Position eventuell auf einen kleinen Schock zu reagieren. Der war dann fehlgeschlagen. Wir sind dann gestern auch noch long gegangen. Allerdings sind wir da fast plus minus null ausgestoppt worden, weil der Markt dann entsprechend hier erstmal wieder so eine Mini-Korrektur eingelegt hat. Also letztendlich sehen wir es, der Markt hier in einer neutralen Zone ist so ein bisschen hin und her und gibt jetzt hier nicht wirklich eine Bewegung. Also wir sprechen hier von einer Konsolidierung im Aufwärtstrend. Und diese Konsolidierung im Aufwärtstrend dürfte sich noch weiter fortsetzen. Gucken wir auf den Euro. Euro hat gestern, wie gesagt, nach Urteilsverkündung die Grätsche gemacht, hat versucht nochmal eine kleine Reaktion zu machen, hat aber hier eben jetzt auch schon den neuen Trend hier aufgenommen. Wir sehen hier fallende Hochs und fallende Tiefs. Der Trend bleibt weiter abwärts gerichtet. Ich sehe natürlich auch diese massive Unterstützung, die wir hier haben. Ja? Und die muss auch nicht im ersten Versuch brechen, aber der Trend ist down und wir werden ihn deshalb auch weiter down handeln. So, kommen wir jetzt zum S&P und den DAX. Die Märkte, also gerade S&P, die interessiert natürlich jetzt nicht, was ist hier für ein Urteil gekommen vom Bundesverfassungsgericht. Die interessiert eigentlich nur eins. Im Moment
Gibt es Lockerungen im Corona-Bereich, ja oder nein? Gibt es, wie sieht es aus mit China? Da hatten wir hier ein bisschen China-Schock, jetzt haben wir wieder ein bisschen Entspannung. Insgesamt ist hier, das sehen wir dann auch, wenn wir sequenztheoretisch an den Markt herangehen, sind wir sequenztechnisch immer noch aufwärts gerichtet, also steigende Hochs und steigende Tiefs. Wir haben hier eine Konsolidierung gesehen, die letztendlich nur in den nächsten Unterstützungsbereich gegangen ist. Und wir haben natürlich die Chance, hier diesen Aufwärtstrend weiter fortzusetzen. Ich gehe dennoch weiterhin davon aus, was ich gestern auch schon in meinem Marktkommentar erwähnt habe, dass die wahrscheinlichste Bewegung im Moment für uns die ist, dass wir hier ein sogenanntes ABC-Pattern sehen. Das heißt, eine Korrektur im Aufwärtstrend in Form einer ABC. Also im Moment sehe ich das als das Wahrscheinlichste. Das zweitwahrscheinlichste Pattern ist, dass wir unmittelbar den Aufwärtstrend fortsetzen. Das heißt, dass es heute direkt weiter nach oben geht. Auch dafür gibt es ein paar Argumente. Die Argumente heißen Facebook, heißen Apple. Wenn wir uns die einzelnen Aktien angucken, wenn wir uns eine Apple angucken, wenn wir uns eine Facebook angucken, dann sehen wir einfach, können wir uns mal gerade hier dran schauen. Dann sehen wir einfach hier, dass wir hier noch gut Platz haben, mal das All-Time-High rauszunehmen in der Apple. Technisch gesehen ist es immer noch im sauberen Aufwärtstrend. Und wenn ich jetzt hier runtergehe, Facebook mir mal anschaue. So, wenn ihr euch die Facebook anschaut, dann haben wir hier auch keinen Abwärtstrend. Wir haben hier eine scharfe ABC-Korrektur, sind hier wieder in der Bewegung. Das heißt, wir haben hier so ein paar große Aktien, die durchaus noch die Chance haben, wieder ihre All-Time-Highs zumindest nochmal anzutesten und rauszunehmen. Ich mache das immer gerne, dass ich mir so ein paar große Schwergewichte anschaue, gucke, wie sehen die denn vom Chartbild aus, weil die es natürlich auch ein bisschen Einfluss oder einen deutlichen Einfluss auf den Index hat. Aber nochmal, wahrscheinlichstes Szenario ABC und deswegen wird unsere Strategie auch die sein, wir werden hier oben diesen Bereich erstmal als Widerstandsbereich sehen und als Verkaufsbereich, um diese C-Welle zu antizipieren. Das ist die Trading-Idee, die wir im S&P haben und die wir heute durchziehen wollen. Wenn wir uns den DAX angucken, dann sehen wir, dass der viel, viel schwächer ist, aber natürlich auch von dem US-Markt mit nach oben genommen wird. Auch hier haben wir immer noch einen intakten Aufwärtstrend, aber auch hier rechne ich mit einer ABC-Welle. So. Das heißt, das ist für uns das wahrscheinlichste Szenario. Wir reden immer nur von Wahrscheinlichkeiten. Die zweitwahrscheinlichste ist, dass der Markt diese Aufwärtsbewegung direkt fortsetzt. Ist aber nicht unser favorisiertes Trading-Szenario. Und wenn wir uns dann mal anschauen, wo sind die nächsten Widerstände, dann sehen wir hier diese rote Linie. Da sind wir heute schon einmal rangedatscht. Vielleicht laufen wir hier auch noch mal rein, aber so zwischen 800 und 850 tun sich im DAX einfach Widerstände auf, die wir auch wieder nutzen wollen, um eine C-Welle zu antizipieren, also vorwegzunehmen. Da suchen wir, das wird heute einfach unsere Trade-Idee für den laufenden Tag sein. Also ich fasse mal kurz für euch zusammen. Wir haben Euro weiterhin im Abwärtstrend, werden wir auch Short handeln. Bund noch im Aufwärtstrend, sind wir auch wieder trotz des Urteils eher auf der Long-Seite zu finden und DAX und S&P Vollendung einer B-Welle möglich? Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Wir versuchen zumindest die C-Welle zu antizipieren und versuchen hier einzusteigen, was dann aber als antizyklischer Trade im Sinne der Sequenztheorie zu sehen ist. Und als eine sogenannte C-Wellenstrategie. So würden wir das Ganze dann auch einordnen. Ich wünsche euch einen guten Trainingtag. Bis morgen. Bye bye, euer Berner.